Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und ihr seht es schon hinter mir. Im Video geht es wie angekündigt weiterhin um den VXX und den SVXY. Und heute gehen wir mal der Frage nach, können diese ETFs eigentlich pleite gehen? Also VXX, SVXY, zwei weit verbreitete ETFs in den USA, die wir selbst auch sehr viel handeln. Ich habe euch das im letzten Video schon kurz erklärt. Ich habe euch ein bisschen die Unterschiede erklärt. Also der VXX ist permanent VIX Futures Long und der SVXY ist permanent VIX Futures Short und deswegen hat der permanent Rollverluste, der permanent Rollgewinne. Das heißt, wir möchten grundsätzlich den Short und den Long sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, die berechtigte Frage, kann denn so ein Index oder kann denn, beziehungsweise kein Index, kann denn dieser ETF auch mal pleite gehen und was würde denn da passieren? Und da schauen wir erst einmal auf ein paar nackte Zahlen. Und zwar, wir beginnen mal mit dem VXX. Der VXX, der wird von ePass herausgegeben, das ist eine Firma, die zu Barclays gehört, hat aktuell knapp 890 Millionen Dollar under Management, also so groß ist dieser ETF und die Gebühren im Jahr liegen bei 0,89%, also sagen wir runden Prozent. Das sind die offiziellen Gebühren, da wissen wir, da kommt intern immer noch ein bisschen was dazu. Rechnen wir also mal, dass die ungefähr 1,5% im Jahr an Gebühren haben. Und jetzt wird einem auch mal klar, warum das eine Gesellschaft wie Barclays überhaupt macht. Denn überlegt mal, wenn wir, sagen wir, wir machen es alle ein bisschen einfach, okay? 900 Millionen haben in so einem ETF und der macht ja immer das Gleiche. Das heißt, der VXX ist einfach nur den ersten und den zweiten VIX Future Long. Und das wird jeden Tag ein bisschen gerollt. Da brauchst du jetzt keine Herrscher von Tradern, die das machen, sondern das macht einfach ein Computer. Ne? Also es ist ein computergesteuertes Modell, da sitzt vielleicht noch einer dort zur Überwachung, aber letztendlich kann das alles ein Computer machen. Der kauft, der verkauft, der kauft, der verkauft. So, und bei 900 Millionen und knapp 1,5% Gebühren, dann sind das im Jahr 13, 14 Millionen Dollar Gebühren, die hier anfallen, für im Grunde genommen ein kleines Computerprogramm. Ne? Also für die Hälfte des Geldes würde ich es sogar machen, vielleicht sogar für ein Zehntel, würde ich mich auch einsetzen, würde jeden Tag den Rollover machen. Im Ernst, das heißt, das ist relativ simpel zu machen und deswegen macht die Gesellschaft das überhaupt. Interessant beim VXX ist, der ist mit einer bestimmten Laufzeit aufgelegt worden, nämlich 2009 wurde er aufgelegt auf 10 Jahre. Das heißt, die Fälligkeit dieses ETFs ist 2019 am 30.01. Man wird sehen, ob der dann verlängert wird, ob er weitergeht. Das ist auch natürlich ein kleiner Hinweis an alle, die jetzt sagen, das wird jetzt mein Trading-Instrument für die nächsten 50 Jahre. Wir wissen gar nicht, ob es den so lange geben wird. Wie schaut das Ganze beim SVXY auf? Der ist von einer anderen Gesellschaft aufgelegt, hat momentan, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Angaben. Ich habe bei einem gefunden 670 Millionen, eine andere Angabe in einer Datenbank war 260 Millionen. Nichtsdestotrotz, auch das ist viel Geld, denn der hat auch einen Gebührensatz von 0,95%. Also sagen wir auch ungefähr 1,5% werden es dann effektiv sein. Und auch das wären selbst in dem Fall, wenn es nur 280 Millionen sind, wären auch im Jahr 4,5 Millionen Dollar Gebühren für nichts machen. Also einfach für ein bisschen immer ein paar Prospekte herausgeben und dann die Futures einfach kaufen. Beziehungsweise der SVXY verkauft sie ja. So, kann so ein ETF pleite gehen? Und es gibt in letzter Zeit, gab es immer mal Artikel im Netz, dass der beispielsweise eben der SVXY tatsächlich auf Null fallen kann oder wenn mit den Futures irgendwie was passiert, dass die pleite gehen können. Und da muss man sagen, theoretisch besteht diese Möglichkeit. Ne? Also was wissen wir denn, was an der Börse passieren kann? Und das kann theoretisch passieren. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, okay, ich kann mir zwar ehrlich gesagt keinen richtigen Grund vorstellen, warum das passieren sollte, aber gehen wir mal davon aus, es würde passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die CBOE den Handel mit den VIX-Optionen und den VIX-Futures einstellt, die tendiert meiner Meinung nach gegen Null. Warum? Weil die sich daran einfach dumm und dämlich verdienen. Ne? Und wenn du ein Produkt hast, was super läuft,
Das stellst du nicht von heute auf morgen ein. Das heißt, das würde dann, wenn, lange angekündigt, so wie wir das bei anderen Futures auch gesehen haben, bei anderen Optionen, aber das passiert nicht über Nacht. Also die Sorge müssen wir nicht haben. Was wäre denn jetzt aber, wenn das tatsächlich passieren würde? Und da muss man jetzt einfach schauen, okay, welches Risiko gehen wir ein? Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Oder beziehungsweise zwei Beispiele jetzt wieder bezogen hier auf SVXY und VXX. Also, mal angenommen, ihr seid jetzt im VXX, wollen wir short sein, der ist aktuell bei 18 und der würde dann irgendwie, was weiß ich, ihr seid 100 Stück short, ne, 100 Stück habt ihr short gemacht oder ihr habt Calls verkauft oder was auch immer und jetzt sagen die, okay, wir sind pleite, der ETF ist bei 0. Wäre das schlimm? Ja, meiner Meinung nach nicht schlimm, weil wenn ich etwas short bin bei 18 und jetzt ist es bei 0, dann habe ich definitiv nichts falsch gemacht. Ja? So, sondern da kann ich meine Shorts zu 0 ausbuchen und habe das komplette Geld hier verdient. Also das wäre überhaupt kein Problem. Was natürlich mal sein könnte, wenn du jetzt, du bist denn in der Aufwärtsphase long und die würden den dann auf 0 stellen, aber warum soll denn das passieren? Also wenn du jetzt sagst, okay, was weiß ich, du hast den bei 18 gekauft, der geht jetzt auf 30 hoch und dann sagen die, wir sind pleite. So, dann wäre ja aber vielleicht, die Fondsgesellschaft Barclays wäre pleite, aber, beziehungsweise nein, doch Barclays in dem Falle, aber das ETF, dieses Sondervermögen wäre natürlich nicht pleite. Das heißt, diese Gefahr besteht aus meiner Sicht heraus nicht. Wer der andere Meinung ist, andere Quellen hat, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. So, wie ist es beim SVXY? Also das hier war oben VXX, so SVXY aktuell, was weiß ich, irgendwo um 60 und jetzt hast du eben 100 Stück, bist das ganze Ding long und jetzt geht der pleite, das heißt der ist jetzt 0, klar, dann hast du eben das als Verlust, das ist wie bei jeder Aktie, wie bei jedem ETF, wenn du etwas long bist und das Ganze geht pleite, dann droht dir der Maximalverlust, nämlich das, was du eingesetzt hast. So, und deswegen macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, dein ganzes Geld hier in den SVXY reinzubuttern, genauso wie es keinen Sinn macht, dein ganzes Geld short über Margin zu binden in Produkte, die irgendwie auf fallenden VXX setzen. Also all das macht aus Risikogesichtsgründen her keinen Sinn. Die Pleite halte ich wirklich für ausgeschlossen, weil es keinen Sinn ergibt. Warum soll eine Gesellschaft etwas zur Pleite anmelden, was ihr permanent Geld einbringt? Das Einzige, was mal passieren kann, wäre natürlich, wenn man jetzt merkt, wenn jetzt immer mehr Investoren im Laufe der Zeit realisieren würden, dass der VXX kein gutes Investment zum Investieren ist und die Leute den VXX einfach nicht mehr kaufen würden. So, dass dann die Gesellschaft sagen müsste, okay, das Volumen geht jetzt runter, wir haben nicht mehr 900 Millionen drin, sondern bloß noch 90, der Aufwand ist uns zu groß und dann stellen wir den Handel irgendwann ein, aber dann würde man eben zu einem Endpreis abrechnen und dann wäre das Ganze im Grunde auch kein allzu großes Problem. So, eine andere Sache nochmal, angenommen, diese Produkte gäbe es nicht mehr, man sagt, ah, ich habe das auch nur als schöne Trading-Möglichkeit gefunden, dann wäre das eigentlich auch nur ein Problem für Inhaber kleinerer Konten. Weil natürlich Inhaber kleinerer Konten konnten mithilfe dieser Produkte, also SVXY, VXX, konnten natürlich schöne Trades machen. Weil du, wie gesagt, du kannst eben sagen, ich gehe short den VXX, einen Kontrakt, 18 Dollar. Ich gehe long den SVXY, einen Kontrakt, 60 Dollar. Mal abgesehen von Gebühren, kannst du das wirklich sehr, also macht, aus Gebührensicht macht es keinen Sinn, 18 Dollar short oder 60 Dollar long zu gehen. Aber es müsste halt wenigstens, was weiß ich, 10, 15 Stück machen oder 20 Stück oder 30. Aber du kannst das sehr kleinteilig auch für kleine Kunden machen. Würde es jetzt diese Produkte nicht mehr geben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein anderer Produktgeber springt ein und sagt, ich biete sowas Ähnliches an. Oder aber es wird prinzipiell uninteressant, dann fällt das eben weg. Aber solange es noch die VIX Futures gibt, könntest du natürlich den Trade auch selber machen. Ne? Also das heißt, du würdest das dann nicht mehr ganz so mit den Rollverlusten machen können, aber wir wissen natürlich auch, es gibt ja zum Beispiel, das kann ich vielleicht in einem anderen Video nochmal vorstellen, eine Strategie, bei der CBOE einen Index, der folgendermaßen funktioniert, nämlich, dass man einfach sagt, man verkauft immer, man ist immer short den Frontmonat im VIX-Future und immer wenn der verfällt, rollt man einfach in den nächsten.
So, warum machen das die meisten Anleger nicht? Weil das einfach zu teuer oder beziehungsweise der Kontrakt zu groß ist, weil hier im VXX jeder Punkt 1000 Dollar, das heißt, wir reden hier über 18.000 Dollar, wenn der runterfällt vielleicht auf 10, es gab in der Historie jetzt schon 3 Resplits, das heißt, aus 4 Stück wurde dann immer einer gemacht. Wenn das wieder so passieren sollte demnächst, mal angenommen, der fällt irgendwann jetzt innerhalb der nächsten Wochen, oder im Wochenjahr nicht, eher Monate, mal auf 10 herunter, dann wäre es halt so, dass das dann 40 wären und das mal 1000, 40.000, das heißt, mit einem 5000er, 10.000er Konto könntest du das nicht mehr machen. Wenn du auch ein größeres Konto hast, ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich mache permanent diesen Rollover mit Futures, allerdings müsstest du natürlich dann vom Risikomanagement her da wirklich ein bisschen aufpassen, weil angenommen der vervierfacht sich, ne, da geht es hier von 18 auf 60 oder 70 hoch und du wärst einen Future Short, dann reden wir hier schon über großes Geld. Das heißt, das ist dann nicht mehr so einfach machbar und deswegen ist auch ganz dort der VXX, der SVXY, die helfen natürlich den Kleinen. Ne? Also die helfen dann ganz einfach denen, die kleinere Konten haben. Den Großen wäre das relativ egal, weil die könnten diese Produkte auch wieder abbilden, indem sie die Futures direkt handeln. Aber die machen das wahrscheinlich auch ganz einfach über diese ETFs, weil es einfacher ist, was billiger ist, was weiß ich. So, deswegen, also kurz zusammengefasst, wir müssen uns, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen, wenn der, ob der VXX oder der SVXY oder die anderen Produkte pleite gehen. Was passieren kann, ist tatsächlich, wenn mal zu wenig Nachfrage nach diesen Produkten ist. Es gibt ja eine ganze Armada an Volatilitätsprodukten und einige sind da wirklich mit ganz wenig Volumen nur, da sind nur 5 Millionen drin irgendwie. Und das ist dann oftmals so eine Grenze, wo man sagt, naja, lohnt sich das für die Gesellschaft? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man muss sich das vorstellen, das sind alles automatisierte Prozesse und das heißt, diese ganzen ETFs, da sitzen jetzt keine Scharen von Tradern dahinter, die managen, sondern das sind alles computergenerierte Produkte, die Computer traden das Ganze, die Computer handeln das Ganze, die überwachen das. Das heißt, selbst mit 5 Millionen kannst du dann auch verdienst halt nicht mehr viel Geld. Ne? Wenn du jetzt 5 Millionen machst und hast 1% Gebühren im Jahr, dann sind das eben nur 50.000. Und jetzt musst du ja trotzdem immer, die müssen das dann bei der SEC melden und die müssen Prospekte drucken und so weiter. Und da kann es dann passieren, dass sie sagen, okay, wir machen es nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn die so eine ganze Familie an ETFs haben, viele ETFs-Anbieter haben hunderte, tausende ETFs, da zählt dann auch die Gesamtheit und nicht so der Einzelne. Wenn wir natürlich irgendwann mal eine ETF-Krise bekommen würden, kann ja durchaus mal sein, ne, dass alle Welt rennt heutzutage in ETFs. Vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass auch mal ein paar dieser ETFs über die Wupper springen und dass dann sich Gesellschaften sagen, okay, jetzt schauen wir einfach mal nach, welche ETFs rächen sich denn und welche nicht und dann lösen wir den halt auf. Aber wie gesagt, wenn was aufgelöst wird, ja dann immer zum jeweils aktuellen Preis und solange wir, wie ihr es gesehen habt, solche großen Volumina da drin haben, mehrere hundert Millionen Dollar, dürfte das also kein Problem sein, dass diese ETFs auch weiterhin bestehen. So, das war das zweite Video zu dem Thema. Im nächsten Video werden wir dann über das Thema Splits sprechen, nämlich was passiert, wenn dieser VXX oder auch der SVXY, bei denen betrifft das genauso, wenn die mal diesen Split, beziehungsweise in diesem Fall diesen sogenannten Resplit haben, was passiert dann eigentlich, wenn ich das Ding long oder short bin? Was passiert, wenn ich Optionen habe? Was passiert dann also? Das gibt es im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, da unten ist die Kommentarfunktion. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr dürft das Video teilen. Ihr dürft es gut heißen, ihr dürft es schlecht heißen, was auch immer. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus, macht's gut.